ich bin ja schon seit, ich glaube, über 40 Jahren bin ich dabei, noch länger eigentlich. Gerade hier auf dem Grafenberg habe ich früher mit meinem Großvater habe ich die Rennen besucht. Ich bin Düsseldorfer und ja, von daher ist das über ganz viele Jahre schon mein Hobby, mein Ausgleich zum stressigen Job. Und ja, heute kam noch dazu, dass eben das eigene Pferd gelaufen ist. Und wenn es die Zeit erlaubt, heute war kein Training und da war es einzurichten. Und dann mache ich das. Dann fahren wir auch 300 Kilometer oder noch weiter. Also meine Frau und ich, also wir lieben die Pferde und wir lieben dieses Hobby und ja, da muss man auch vor Ort sein. Ja gut, das war der Supercup, da hat der Meister gegen den Pokalsieger gespielt oder auch gegen den Vizemeister. Auch wenn das zwei Wochen vor der Saison war, war das doch ein Prestigeduell und beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Also von daher, es war ein Unentschieden und wir haben dann im Elfmeterschießen gewonnen, aber trotzdem, ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir ja, dass wir in diese Kategorie reingehören. Wir messen uns noch nicht mit den Bayern, aber das war gestern schon eine sehr gute Leistung, aber von beiden Mannschaften. Auch wenn wir jetzt uns da durchgesetzt haben, den Pokal gewonnen haben. Wenn man sich die Situation realistisch anschaut, was die Möglichkeiten der Bayern angeht, auch welche Mannschaft sie jetzt schon zusammen haben, so wie sie das in den letzten beiden Jahren gemacht haben, dann muss man einfach sagen, dass sie noch ein Stück weit weg sind. Das ist auch ganz normal und wir wollen unsere Leistung aus dem letzten Jahr bestätigen und es wäre schön, wenn wir den Abstand zu den Bayern verringern können, aber wir sind kein Bayernjäger.